Du möchtest die dunklen Geheimnisse von Kokolint lesen, weißt aber nicht, wo du die magische Lupe finden kannst. Oder möchtest einfach nur an diesem bekloppten Affen vorbei? Nun, es ist einfach, ein Tauschgeschäft durchzuführen. Das sage ich euch. Und ich gebe euch einen Snack zu Beanfang. Gebt einen Like dem Video und ihr bekommt alle Informationen. Gratis! Kleiner Spaß, könnt ihr gerne machen. Aber ich gebe euch jetzt alle Informationen, wo ihr sämtliche Tauschgeschäfte des Spiels durchführen könnt, die ihr benötigt, auf jeden Fall, um das Spiel durchzuspielen, das beste Item im Spiel freizutauschen und für die 100%. Bereit? Na dann los! Das erste in Anführungszeichen Tauschgeschäft findet ihr direkt im Möwendorf. Ihr benötigt allerdings dafür ganze 10 Rubine, damit ihr im Kran-Minispiel ein wenig euch was angeln könnt. Und zwar müsst ihr euch die Yoshi-Puppe angeln. Und das kann ein bisschen schwieriger werden, denn diese Puppen, die haben es ganz schön in sich. Wenn ihr sie aber bekommen haben solltet, dann könnt ihr direkt vom Kranladen aus nach Norden gehen. Dort findet ihr das Gebäude mit der Mutter und dem Vater. Bei der Mutter könnt ihr für das kleine neugeborene Baby diese Yoshi-Puppe eintauschen. Gegen eine wunderschöne kleine Schleife. Mit dieser Schleife begebt ihr euch weiterhin im Möwendorf zu dem Haus von Madame Miu Miu. Im Seitenschuppen, also da, wo der kleine Kettenhund herumhopselt und mit euch quatschen möchte, dort könnt ihr die Schleife eintauschen gegen eine Dose Hundefutter. Nun, vorher kann der Hund sprechen, nachher nicht. Eigentlich relativ schade, aber ihr habt das Hundefutter. Lecker! Was fängt man mit einer Dose Hundefutter an? Eine gute Frage. Fragen wir doch mal bei dem Kollegen Erwin nach. Unten am Strand, in seiner Hütte. Der gute Erwin, er sammelt Dosen aller Art. Nun ja, sammeln auf eine ganz spezielle Art und Weise. Im Austausch für das Hundefutter bekommt ihr eine Bananenstaude. Genau das Richtige für Kiki den Affen. Eine der größten Blockaden im Spiel, wenn man nicht weiß, dass man Tauschgeschäfte machen muss, um die Story voranzutreiben. Da hängen einige Leute dran und ich kann es verstehen, es war ziemlich gemein, sowas einzubauen. Tauscht ihr mit Kiki, bekommt ihr nicht nur Zugang zum Schloss Canelot, wo ihr dann 5 goldene Blätter einsammeln könnt, um die Story voranzutreiben für Richard. Nein, ihr bekommt auch im Gegenzug einen Teil der Brücke, und zwar einen kleinen Stock. Diesen Stock bringt ihr dann zu Tarin. Der befindet sich östlich des Möwendorfs, wo ihr einen ganzen Weg lang laufen könnt, bis zu einem einzelnen Baum, der rumsteht, mit einer Bienenwabe dran. Diese Bienenwabe möchte der gute Tarin, dummerweise bisschen antatscheln mit dem Stock, den ihr habt. Ob das eine gute Wahl ist, ihm dazu geben? Naja, sei euch überlassen, aber lauft. Während der gute Tarin so ein paar Runden läuft von den Bienen weg, habt ihr einfach mal die Möglichkeit, die Honigwabe aufzunehmen und sie zu bringen zum Bären im Zoodorf. Dieser Bär sammelt gerade gute Ingredienzien für seine tolle Suppe. Und eine Honigwabe fehlt ihm gerade so. Im Austausch für die Honigwabe bekommt ihr eine saftige, leckere Ananas. Lecker. Hoch oben im Taltalgebirge findet ihr dann Papa. Der gute alte Papa hat sich verlaufen. Was er zu Beginn des Spiels angekündigt hatte, irgendwo merkwürdig. Dem Kollegen sind die Kräfte ausgegangen und ihr könnt ihn auffrischen mit einer saftigen Ananas, die er sogleich verspeisen wird. Und er gibt euch als Belohnung dafür einen wunderschönen duftenden Hibiskus. Ach, ist das nicht herzallerliebst? Guten Hunger. Mit dem Hibiskus geht ihr zu Christine im Zoodorf. Einer netten kleinen Ziegendame, die ein paar Liebesbriefe schreibt an den Dr. Herrn Wright. Und genau das ist auch das Tauschitem, was ihr erhaltet.
irgendwo einen Botenauftrag statt dem Tausch? Auch nicht schlecht. Den guten Dr. Wright findet ihr ganz im Westen der Insel, direkt nördlich des Zauberwaldes. Und ihr könnt ihm direkt den Brief abgeben von Christine und euch eine Überraschung zukommen lassen, denn, naja, Liebesbriefe und sich nicht gegenseitig kennen ist irgendwo nicht so das Wahre. Deswegen hat sie ein schönes Foto von sich dabei gelegt. Ja. Und Dr. Wright hinterlässt euch das Einzige, was er so hat. Und das wäre ein alter, staubiger Besen. Naja, angesichts seines Zimmers. Er sollte ihn selbst behalten. Aber ihr nehmt den trotzdem mit. Diesen Besen bringt er der Oma Jaja im Möwendorf. Denn ihr alter Besen, mit dem sie das ganze Spiel über rumgewedelt hat, ist leider zerbrochen. Welch Schande. Welch Schande, aber ihr seid so lieb und überlasst ihr den Besen für das, was sie gefunden hat. Und zwar einen Angelhaken. Relativ neu. Mit diesem Angelhaken begebt ihr euch nun westlich des Zoodorfs in der Zwergenbucht zu einer kleinen Brücke. Dort habt ihr eine Möglichkeit hineinzuschwimmen. Das ist nicht gerade ersichtlich, aber wenn ihr dort seid, könnt ihr mit einem Angler sprechen. Nicht dem Angler, den ihr findet im Möwendorf, sondern einem anderen mit seinem Kollegen. Und der angelt euch was Frisches heraus. Und zwar eine Perlenkette. Diese Perlenkette könnt ihr direkt, wenn ihr weiter nach Norden schwimmt, der Nixe überbringen, die euch aus Dankbarkeit eine ihrer Schuppen gibt. Beziehungsweise er reißt dir eine Schuppe aus, was ziemlich brutal erscheint, aber das ist nun ja ein... Vielleicht ein Fetisch, den sie hat. Wer weiß. Um jetzt den letzten Schritt anzugehen, benötigt ihr den Fanghaken. Den bekommt ihr in dem Dungeon in der Zwergenbucht. Mit dem Fanghaken könnt ihr euch dann südlich der Stelle, wo ihr dem Angler den Angelhaken gegeben habt, könnt ihr euch an eine Kiste ranhaken und zur nächsten Statue euch ziehen. An der nächsten Statue setzt ihr die nächsten Schuppe ein. Und dann eröffnet euch der Weg zur magischen Lupe. Und damit habt ihr alle Tauschgeschäfte, die so ziemlich benötigt werden, geschafft. Es gibt noch ein Tauschgeschäft, welches optional ist, welches euch aber das beste Item im Spiel gibt. Und zwar nach dieser kleinen Unterbrechung für diesen kleinen Zora, der im Zoodorf sitzt, den ihr nun sehen könnt, der euch eine Zaubermuschel gibt. Wow! Er gibt euch auch den Hinweis, dass ihr zum Strand gehen sollt. Denn am Strand, da sitzt auch ein weiterer unsichtbarer Herr in einer kleinen Höhle. Er bietet euch an, im Tausch gegen eines eurer Items, welches nicht eine Bombe, ein Zauberpulver oder Pfeile sind, ein Bumerang an. Dieser Bumerang ist das stärkste Item im Spiel. Er macht so ziemlich das Doppelte an Schaden eines magischen Stabes, das Doppelte an Schaden eines Pfeiles und er kann Gegner stunnen, das heißt festhalten am Platze, dass sie nicht bewegen können und hilft beim Final Boss in einer bestimmten Phase sowas von ungemein. Da könnt ihr glauben, das Ding wollt ihr unbedingt haben. Apropos Final Boss. Ihr kommt gar nicht zum Final Boss ohne die magische Lupe. Denn geht ihr jetzt nochmal zurück in die Bibliothek, so könnt ihr die dunkleren Geheimnisse von Kokolint endlich entziffern. Diese dunklen Geheimnisse von Kokolint sind in jedem Spieldurchlauf unterschiedlich. Das heißt, ihr könnt niemals in einen Guide reinschauen, der euch sagt, ihr müsst so und so und so gehen. Nein, ihr müsst selbst die magische Lupe haben, um die Seiten zu lesen. Und dann könnt ihr einen bestimmten Weg gehen, der euch das Spiel vorgibt. Dies wird allerdings nur dann wichtig, wenn ihr wirklich alle 8 Instrumente habt und zum Windfisch kommt. Denn ohne die habt ihr nicht die Möglichkeit, das Spiel zu besiegen und den Final Boss zu treffen und den Windfisch endlich aufzuwecken. Demnach, frohes Tauschen und viel Erfolg. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann bitte ich doch um ein Tauschgeschäft für ein kleines Like. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, wäre ich euch sehr dankbar.
Ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Oder sogar einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen, sowas zu lesen. Das macht nämlich ziemlich Laune. Auch könnt ihr gerne reinschauen in weitere Guides. Zum Beispiel, wo ihr alle Herzteile finden könnt. Alle Zaubermuscheln. Oder alle Kammersteine. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.